ist die Geschichte, wie die erste Waffeln entstanden ist. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein herziges Mädchen in Island. Das ist schon so lange her, da war das Internet noch schwarz-weiß und einer hat im Ecke Klavier gespielt dazu. Und dort mal hat man noch keine Waffeln gekannt. Das war eine dunkle Zeit. Und man hat den Waffelteig flüssig gegessen. Das machen gewisse Leute ja heute immer noch. Und man hat ihn in grossen Tonkrüge transportiert, wenn man ihn mitnehmen wollte. Und das junge Mädchen, Waffaldurs Dottir hat sie geheissen, vor allem aber nur Waffalda genannt, ist unterwegs zu ihrer Großmutter, um ihr auch einen Krug mit Waffelteig zu bringen. Und sie ist so unterwegs in Island, hat ein lustiges Lied gepfiffen, wo auf einmal ein grosser Vulkan mit unaussprechlichem Namen ausgebrochen ist. Sie hat alles fallen lassen und ist, was gibst, was hast, zurückgerannt ins Dorf. Und natürlich ist der Tonkrug mit dem Teig am Boden gefallen, zerbrochen und unter flüssiger Lava süttig heiß begraben worden. Aber der Waffalda ist zum Glück nicht passiert. Der Großmutter auch nicht. Ja, weil Großmütter sind wichtig. Viel, viel später, ein paar Jahre, hat man dann bei Ausgrabungen den verbrochenen Tonkrug gefunden und auch den Teig, der jetzt aber nicht mehr flüssig war, sondern flach, natürlich flach gedruckt von der Lavamasse und durchgebacken. Und rein einfach aus Gewunder hat jemand den gebackenen Waffelteig, der dort mal auch noch nicht Waffelteig geheissen hat, sondern einfach nur Teig, probiert und hat gemeint, gar nicht schlecht. Und etwas war noch erstaunlich, nämlich der Waffelteig hat ganz ein komisches Muster gehabt, so richtig quadratisch aus einer Lune von der Natur. Das rätselt man bis heute, wie das entstanden ist, wie das gekommen ist, warum das so ist. Aber ja. Und alle haben gesagt, hui, die Waffalda, die hat da etwas entdeckt. Aus Zufall zwar, aber die meisten Entdeckungen passieren ja aus Zufall. Das ist so, wie der Louis Pasteur gemerkt hat, dass man Milch pasteurisieren kann, weil das Haus abbrennt ist. Und am Schluss hat er noch eine Flasche Milch in den Trümmer gefunden und hat gefunden, die kann man noch trinken. Item. Die Leute haben sich dann überlegt, wie könnte man denn jetzt die Waffeln am einfachsten so wieder backen? Weil Waffeleisen hat man ja noch nicht gekannt. Also haben sie sich überlegt, wir haben doch die Geysir. Dort kommt heißes Wasser raus. Die anderen haben gesagt, ja, aber heißes Wasser im Teig, das ist ja blöd, dann wird er ja wässrig. Natürlich, aber wir haben auch einen Haufen Steine. Die ganze Lava und so. Also wenn wir jetzt, dann nimmt man doch einfach einen heißen Stein und der auf den Geysir, wartet bis er rausbricht, der Stein wird heiß. Und dann haben die anderen gesagt, naja, dann muss man halt schauen, dass er möglichst auf den heißen Teig geht. Also machen wir einen zweiten Stein parat, wo der Teig drauf ist. Und dann geht der heiße Stein drauf. Und die Waffel wird backen. Dann haben die anderen gesagt, ja, aber woher weiß man denn, wo der Stein herfliegt? Das ist in der Tat das Problem. Also hat man Leute angestellt, die halt mit dem Teig, also mit dem Stein, mit dem Teigstein, wie man ihn dann später gesagt hat, also der untere Teil, umeinander gerannt sind und geschaut haben, nach links, nach anderen links. So rundherum gerannt sind und versucht haben, möglichst den heißen Stein zu fangen. Manchmal hat es da auch ein paar Verletzte gegeben und keine Waffeln. Das Leben war nicht immer einfach. Aber in gewissen Regionen der Welt wird das auch heute noch
in anderer, leicht abgewanderter Art praktiziert, wenn auch nicht mehr mit Steinen. Und das Ganze nennt sich Baseball. Jedenfalls hat man dann irgendwann die Elektrizität entdeckt. Und mit der hat man festgestellt, dass man Eisen heiß machen kann. Und so ist dann das Waffeleisen eigentlich entstanden, dass man quasi... Man hat dann auch festgestellt, ja, man muss die Waffeln nicht mehr kehren, also nicht, man muss nicht zwei Steine auf den Geysir legen, damit sie oben und unten durchgebacken ist, nicht, weil... Wissen schon. Sondern... man hat sie auf einmal können backen, also drin rein quasi... den Teig aufs untere Eisen, oben drauf, Hand muss man wegnehmen. Und dann hat es den Teig durchgebacken und voilà, so ist die Waffeln entstanden. Und der Name kommt natürlich von der Wafalda, weil sie, das, alle haben die Wafaldas wollen. Und ja, bei uns heisst sie halt einfach nur Waffeln. So ist die erste Waffeln entstanden. Glaubt es oder nicht?